Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch eine Buchempfehlung für euch und zwar soll es heute um Queen and Plot von Amy Harmon gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Queen and Plot ist der zweite Teil dieser Reihe, es ist glaube ich die Bird and Sword oder whatever man das jetzt ausspricht, Reihe von Amy Harmon und ja, wie gesagt, Queen and Plot ist der zweite Teil und ich habe ja letztes Jahr den ersten Teil schon gelesen und ich fand ja letztes Jahr den ersten Teil schon ganz, ganz toll. Ich fand die Geschichte von Lark und Tiras einfach nur so schön und ja, ich habe mich sehr auf Queen and Blood gefreut, denn in Queen and Blood geht es um Kiel und Kiel ist ja der Bastard-Halbbruder von Tiras und Kiel war im ersten Teil schon ein sehr, sehr sympathischer Charakter und ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich gehört habe, dass er seine eigene Geschichte bekommt und ich wollte die Geschichte dann natürlich unbedingt lesen und das habe ich jetzt und ich bin auch nicht enttäuscht worden und ich kann nur sagen, ich habe in diesem Buch wirklich sehr mit Kiel gelitten. Ich würde aber sagen, ich erkläre euch erstmal, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Kiel, wie ich ja bereits sagte. Und Kiel ist halt der Bastardbruder des Königs, also quasi sein Halbbruder. Der König war der Vater von Kiel und er ist aber halt nicht der rechtmäßige Thronerbe. Und Kiel hegt auch gar keine Bedürfnisse, irgendwie König zu werden. Kiel ist aber auch gleichzeitig einer der größten Krieger und der beste Soldat in Yeru. Und er ist auch quasi das Oberhaupt der Stadtwache oder wie man das auch immer nennt. Und er dient seinem Bruder aus vollem Herzen und es war ja im ersten Teil so, dass Yeru angegriffen wurde von den Folger, diesen Vogelmenschen, und es am Ende diesen Krieg gab. Und aufgrund von Larks Hilfe konnte ja dieser Krieg im ersten Teil gewonnen werden. Und es ist aber so, dass diese Folger vereinzelt noch existieren und noch vereinzelt überall im Land verteilt ihre Nester haben. Und Kiel hat jetzt halt den Auftrag, sich darum zu kümmern und halt auch wirklich die letzten Folger zu finden und zu töten, sodass das Land quasi von dieser Plage gereinigt wird. Und während seiner Mission trifft Kiel eines Tages auf eine verletzte Frau. Und diese Frau ist quasi dem Tode nahe. Und Kiel hat eine besondere Gabe. Er ist ein Heiler und er kann Menschen heilen, indem er in sie hineinhorcht und er hört dann wie eine Melodie quasi und anhand dieser Melodie kann er dann halt die Menschen heilen. Und er findet dann halt, wie gesagt, diese Frau und sie ist dem Tode nah und er schafft es, sie zu heilen und diese Frau erzählt ihm dann, was mit ihr passiert ist und dass sie verjagt wurde und als Hexe bezeichnet wurde. Und diese Frau heißt Sascha und Sascha ist in der Welt von Yeru quasi eigentlich mehr so ein Schimpfwort und Sascha war halt vorher auch Sklavin. Sascha möchte sich jetzt natürlich dafür, dass er sie gerettet hat, bedanken und möchte quasi seine Dienstmagd werden. Und Kiel hatte aber alles andere als Lust drauf und will sie eigentlich gar nicht, was das betrifft, in seiner Nähe haben, denn er kann mit sowas nichts anfangen. Er ist halt Soldat durch und durch und er braucht niemanden, der ihn irgendwie seine Wäsche wäscht oder sein Bart rasiert oder sonst was. Und so versucht er, Sascha erstmal loszuwerden. Und er spürt aber auch, dass er durch die Heilung eine ganz, ganz besondere Bindung zu ihr aufgebaut hat. Und Sascha spürt das ebenfalls. Und so lässt sie halt sich nicht abbringen und möchte Kiel unbedingt begleiten und das tut sie dann schlussendlich auch. Und auf ihrer Reise quasi durch das Land und zurück nach Yeru kommen die beiden sich Schritt für Schritt näher und als die beiden sich dann endlich gefunden haben und als die beiden sich dann endlich ihrer Liebe sicher sein können, dann passiert etwas und Sascha erfährt, wer sie eigentlich wirklich ist. Denn sie ist nicht einfach nur das Sklavenmädchen, für was sie sich immer gehalten hat. Und ab dem Moment, wo man erfährt, wer Sascha wirklich ist, weiß man, dass sie und Kiel niemals zusammen sein können. Und das ist einfach wahnsinnig tragisch. Und ob die beiden am Ende doch noch vielleicht irgendwie eine Chance bekommen, ihre Liebe zu retten oder halt auch nicht, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ich kann nur sagen, dass mir dieses Buch wirklich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig toll gefallen hat. Ich fand den Verlauf der Geschichte gut. Ich mochte den ersten Teil dieses Buches, wo die beiden sich ja quasi kennenlernen, wo man die beiden begleitet auf ihre Reise, wo man sieht, wie die beiden zueinander finden. Diesen Teil mochte ich sehr, sehr gerne. Ich fand aber auch den zweiten Teil des Buches wahnsinnig herzzerreißend, wo man dann herausfindet, wer Sascha wirklich ist und wo man dann halt auch wirklich vom Logischen her weiß, dass die beiden einfach nicht zusammen sein können und wo man dann aber doch irgendwie hofft, dass die beiden eine Möglichkeit finden werden am Ende, dass sie halt noch eine Chance bekommen. Und das zu lesen, das war einfach so gut und Amy Harmon hat das alles so, so toll geschrieben und ich fand den Verlauf, wie gesagt, der Geschichte einfach richtig, richtig gut. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte das einfach sehr und ja, also von der Handlung her kann ich nur sagen, hat es mir perfekt gefallen. Ich liebe dieses Buch, ich fand das Ende gut, ich fand den Verlauf gut, ich fand
das ist einfach alles rundum perfekt. Und auch was die Charaktere betraf, ich liebe Kiel. Kiel ist einfach so toll. Kiel ist eigentlich ein knallharter Krieger und man merkt dann aber halt, wie er seiner Familie gegenüber ist. Also seinem Bruder und auch Lark und auch Sascha gegenüber, wie anders er sich da verhalten kann, wie liebevoll er da sein kann. Und das so zu sehen und so einen Einblick auf diesen Menschen zu bekommen, das hat mir so viel Spaß gemacht beim Lesen. Und wie gesagt, ich fand Kiel einfach nur ganz, ganz toll. Er ist ein ganz, ganz toller Charakter. Und auch Sascha als Protagonistin in diesem Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand Sascha am Anfang, wo sie noch nicht wusste, wer sie ist, fand ich sie einfach wahnsinnig sympathisch. Man hat sie von der ersten Seite an gemocht, man hat mit ihr gefühlt, man hat mit ihr gelitten. Und als dann herauskam, wer sie ist und was alles noch komplett dahinter steckt, wo man dann wirklich herausgefunden hat, dass sie mit Kiel nicht zusammen sein kann, da hat man auch wirklich mit ihr mitgelitten und man hat sich gedacht, oh mein Gott, die Arme, das ist so schrecklich. Und auch was Kiel betraf, das war so schlimm. Ich habe da wirklich mit den beiden mitgelitten. Also wirklich, ich habe da wirklich richtig gelitten mit den beiden. Also was die Charaktere betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Ich fand Kiel einfach nur wahnsinnig toll. Ich fand Sascha einfach nur sehr, sehr sympathisch. Und sie war auch später dann in der Geschichte einfach nur sehr, sehr würdevoll, möchte ich einfach sagen. Und auch immer noch sehr, sehr sympathisch. Und wie gesagt, man hatte einfach irgendwie auch nur Mitleid mit den beiden. Was die Nebencharaktere betrifft, hat mir das auch gut gefallen. Ich fand die Soldaten, die beiden am Anfang auf ihre Reise begleitet haben, sehr, sehr sympathisch. Ich fand, dass Lark und Tiras auch wieder mit drin vorgekommen sind, fand ich richtig gut. Dass die auch so eine gewisse Rolle wieder mitgespielt haben, fand ich gut. Und auch diese ganzen anderen Charaktere, die da noch mit hineinspielen in diese Geschichte, haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, das hat das alles wirklich komplett rund gemacht und fand ich einfach nur gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch was die Charaktere betraf. Vom Setting her befinden wir uns wieder in Jero und ich zeige euch auch einmal hier wieder die Karte, die vorne drin ist. Wartet, so, tata. Also es gibt einmal das Land Jero und dann gibt es die Hauptstadt, die heißt auch Jero. Das hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt, aber es ist so. Also es gibt Land und Hauptstadt, das heißt gleich. Und dann gibt es halt diese anderen Grafschaften, nenne ich es jetzt einfach mal drumherum, die zu Jero noch gehören. Und man kann halt während des Lesens immer gucken, wo man hier so gerade rumspringt und wo man hier gerade ist. Das finde ich immer sehr, sehr hilfreich beim Lesen. Also was das Setting betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Wie gesagt, die Karte, die vorne drin ist, hat mir auf jeden Fall persönlich wieder sehr, sehr gut geholfen beim Lesen, weil ich dann doch nochmal gucken konnte, okay, wo sind die jetzt gerade in Jero? Weil die ja schon halt so am Anfang gerade viel durch die Gegend reisen und auch im zweiten Teil der Geschichte dann noch eine lange Reise machen und das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr geholfen. Und ansonsten haben wir hier wieder so ein typisches High-Fantasy-Setting, also so eine Mittelalterwelt. Und wer jetzt schon einige High-Fantasy-Bücher gelesen hat, der weiß, wie es dort aussieht und der stellt sich die Welten auch eigentlich immer recht ähnlich vor. Also zumindest geht es mir so. Und was das betrifft, hatte ich da auch keine Probleme mit. Was die Beschreibungen von den Schlössern und Dörfern und Häusern und Menschen und alles betrifft, könnte ich mir das auch super gut vorstellen. Also war für mich auch alles kein Problem. Was den Schreibstil von Amy Harmon betrifft, finde ich diesen auch ganz, ganz toll. Ich finde, Amy Harmon hat eine ganz, ganz tolle Ausdrucksweise. Sie schreibt teilweise schon ein bisschen poetisch, möchte ich sogar schon sagen. Und sie schreibt sehr, sehr ausdrucksstark und sie schreibt halt auch nicht so einfach und schlicht und platt, sondern sie hat so eine ganz eigene, gefühlvolle Art, das Ganze zu erzählen. Ich finde das ganz, ganz toll, denn ich finde, es passt super zur Geschichte, es passt super zu den Charakteren. Also ich mag den Schreibstil von Amy Harmon sehr. Also wie gesagt, es ist jetzt kein sehr komplizierter Schreibstil, aber sie schreibt jetzt halt auch nicht ganz einfach und schlicht, sondern eher schon so, wie gesagt, so ein Stück weit so ein bisschen vielleicht so poetisch im Ansatz. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde, das passt super zur Geschichte und den Charakteren und das mag ich sehr. Und auch vom Schreibstil her kann ich mich einfach nicht beklagen. Ich liebe, liebe, liebe es. Ich finde das Gesamtpaket, was dieses Buch betrifft, einfach nur mega genial. Ich liebe dieses Buch und mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, außer lest dieses Buch, wenn ihr gerne High Fantasy lest. Es ist so, so toll. Das war meine Buchvorstellung oder auch Buchempfehlung zu Queen and Blood von Amy Harmon. Wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt oder vielleicht auch den ersten Teil kennt und gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und lest dieses Schätzchen. Es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und macht's gut. Ciao.